Die Endspiele im Hamburger Lotto-Pokal rücken immer näher. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Stadion Hohe Luft durften die Finalisten bei Damen und Herren den Pokal schon mal begutachten. Das Objekt der Begierde, der Hamburger Landespokal. Das Damenendspiel an Pfingstmontag für die Finalisten von Union Tornesch und dem FC St. Pauli das Highlight des Jahres. Wir haben richtig Bock. Wir standen mit St. Pauli schon zweimal im Finale und haben es leider nicht geschafft. Das soll diesmal anders werden und von daher geben wir Gas und sind voll im Fokus und haben Bock auf Rambazamba am 29. Also wir sind ja unglaublich dankbar, dass wir hier auch spielen können vor dieser Kulisse und freuen uns unglaublich darauf. Tornesch um Verteidigerin Nele Grenzkowitz gelang im Halbfinale die große Sensation. Sieg im Elfmeter-Krimi gegen Titel-Top-Favorit HSV. Und das nach 0:3 Rückstand. Der Oberligist aus dem Kreis Pinneberg geht als klarer Underdog ins Endspiel. Die Bedeutung eines möglichen Pokalsiegs wäre daher riesengroß. Das ist ja viel mehr als nur ein Pokalsieg, sondern das ist ja auch ein Tick, wie ich gerade eben schon gesagt habe, Unsterblichkeit, was uns niemand mehr nehmen würde. Also Prestige in die Goldmedaille, der Pokal, DFB-Pokaleinzug, das ganze Geld, was man hier gewinnen kann. Für einen Dorfverein ist es eine Menge und auch, wie gesagt, wenn man irgendwie mit 40 oder 50 in seinem Bett liegt, den Triumph nimmt ja keiner. Einen Triumph, den Jan-Philipp Kaller als Spieler bereits kennt. 2006 und 2008 gewann der 36-Jährige mit dem FC St. Pauli den Landespokal. Aktuell betreut Schnecke gemeinsam mit Kim Kuschmieder die Kiezkickerin. Dem Klassenerhalt in der Regionalliga soll nun der Pokaltriumph folgen. Das ist endlich mal ein Titel, den man gewinnen kann. Ne? So in der Regionalliga ist zurzeit wenig zu holen gewesen irgendwie mit dem Titel. Und von daher ist der Pokal so unser Wettbewerb, wo man sich ein bisschen langhangeln kann. Und das haben wir bisher gut angegangen und wollen jetzt auch noch einen Schritt weiter gehen und dann das Teil da an ein paar Tagen in der Hand halten. Anpfiff im Stadion Hohe Luft ist um 15 Uhr. Das Herrenendspiel zwischen Titelverteidiger Teutonia Ottenden und Oberligameister TSV Sasel steigt am 3. Juni.